Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier wieder mal in unserem Heimatdörfchen, aber das nicht lange, denn wir verkraulen uns gleich. Wir möchten nämlich eine Quest weitermachen. Und zwar müssen wir dazu hierhin, denn es handelt sich hier um die Quest von unserer Roboterbegleiterin. Und ja, ich würde sagen, von hier bis da ist es nur ein Katzensprünglein, ne? Also würde ich meinen, ich bohre mich mal hier hin. Die Minutemans sind sogar ganz in der Nähe. Da müssen wir dann auch mal schauen, mit Hilfe des Raketenwerfers, wie wir da weiter vorankommen werden. Weil, wie ihr dann noch wisst, die Meyerlurk-Königin, sage ich da mal, die ist ja richtig hart gesotten, die Gute. Und wenn wir die umlegen wollen, wäre schon bald von Vorteil, wenn wir eine Atombombe hätten. auf jeden Fall gehört sie richtig, richtig hart rangenommen, die Alte. Und sie braucht es auch. Sie will es und sie braucht es. Und ich weiß nicht, ob wir schon so hart sind. Aber jetzt machen wir mal zuerst die Geschichte hier fertig. Und dann können wir ja immer noch... Ja. Was? Was? Dann können wir die immer noch umknallen, wollte ich sagen. Wer hat das gesagt? Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ja. Gern. Was? In drei Teufelsnamen. War das gerade? Und wo ist die Leiche hin? Die Stelle hier ist auch ein bisschen buggy, glaube ich, oder? Ah, da ist er. Pfüh. So, Omas geliebte Gemüsesuppe. Die ist jetzt genau richtig. Ja. Das Geräusch da, was das sein? Oh, ballert wird. Ist noch mehr von diesen Arschkrampen? Hatte der eine Bauerrüstung an? Die könnte es auch. Okay. Na bitte. Becherglasständer mit Flasche und ohne Flasche. Hier drin den Fasseln ist nichts, okay. Fein, da müssen wir darüber, würde ich mal meinen. Na, servus Kaiser. Hier haben wir Benzinkanisterlein, dann nehmen wir auch freilich mit. Aha, da haben wir Fleischsäckchen. Da ist was drinnen, da auch. Nein, nur bei dem einen. Hoppala. Okay, da ist irgendwie nichts. Da haben wir auch noch so einen komischen Fleischsack. Okay, und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Die nehmen wir gleich mit. Da ist auch noch eine, will uns gerade wegspringen, die Sau. So, da drüben ist auch noch eine und dann können wir hier raus. Passt. Warte, nicht, dass ich in eine reinlatsch. Da ist nichts, ne? Nein. So. Was haben wir da? Okay, Fleischsack wieder. Ah, jemine. Da ist wieder ein Benzinkanisterchen. Gwinnett-Brauerei. Okay. So, ich habe irgendwie jetzt den Faden ein bisschen verloren. Irgendwie darüber müssen wir. Ja. Ins Wasser, da will ich aber auch nicht hüpfen, ehrlich gesagt. Ah ja.
Wir brauchen Eier. Na? Achso, der ist beschädigt. So. Aha. Der Torso. Ich würde sagen, da unten die Füßchen hat sie immer geheißen, ne? Vorsicht, Ma'am. Ich glaube, wir sind nicht allein. Das werden sie bereuen. Und tschüss. Bisschen nachladen. Den haben wir wieder Scheinwerfer. So. Und dann tun wir das Ganze auch gleich mal speichern, weil es einfach so gut lief, würde ich sagen. Warte. Nein, nicht hier. Für den Fall der Fälle einen neuen. Weil es könnte ja sein, dass mir hier wieder was nicht gelingt. Und dann brauche ich den Spielstand, wo wir das Spiel hier angefangen haben. Eventuell. Gibt es hier irgendwas für uns? Nö. Schaut nicht wirklich danach aus. Hier? Nein. Wahrscheinlich waren wir hier sogar schon mal. Kann ich mir vorstellen. Fein. Nichtsdestotrotz, wir müssen da weiter. So, lala. So, lala. Chuck, chuck, chuck. Chuck, chuck, chuck. Was? Was? Da! Wir könnten in Schwierigkeiten sein. Schluss mit dem Versteckspiel. Bumm. Der erste ist hin. Wow. Habt ihr das gehört? Oh, Entschuldigung. Ja. Das, ja. Das, lief jetzt gerade nicht so gut. Ich nehme nochmal eine Suppe. Ja. Scheiße. Da bin ich nicht mehr rausgekommen. Ne? Ich dachte, das wäre ein guter Punkt, um mich selbst zu schützen. Na fein, nix da. Ich, ja, ist jetzt so, na, quer habe ich jetzt gedrückt gehabt, aber leider Gottes, ja. Dass da oben jetzt das Supermutanten sind, damit habe ich nicht gerechnet. So, jetzt ist die Frage, hatscht der da mal weiter? Tatsächlich. Der hatscht da echt... Habe ich getroffen? Ich glaube, da ist nicht einmal geschnallt, ne? No. Muss ich warten, bis er wieder vorbei hatscht. Jetzt gleich. Jawohl. Haben wir getroffen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vorsicht. Vielleicht schickt er ja schon seine... Einen Schmarrn schickt er. Servus, bist auch schon mal da. Weil hier wird gleich die Post abgehen, meine Gute. Da müssen wir leider vorbei. Wo gehst du hin? Bleib schön da bei mir. Das ist jetzt echt eine ungute Geschichte. Mann, ey. Jawohl. Bitte stirb doch. Um den kümmere ich mich. Ich hätte das mal ab, Ma'am.
hat schlecht getroffen. Wow. Kackhöhle. Alter. Boom hat's gemacht. Wow. Das Auto explodiert auch nochmal. Wow. Alter, die arme Ada. Die steht noch. Die hat gerade überhaupt kein Problem gehabt damit. Der ist weg vom Fenster. Alter Schwede, ich nehme noch mal eine Gemüsesuppe. Mir gefällt die Ada. Bumm und nichts ist geschehen. Ja, und ich gehe mal in den Speichermodus, weil das gerade so schön war. Sogar die Töle hat es noch ein paar Kilometer weggeschmissen. Was? Ist da noch wer von diesen Bastarden? Ich schätze, sie werden wiederkommen. Ja, wo ist er denn? Da oben. Mist. Das gibt's ja nicht. Kacke. Jetzt aber. Kaputt. Jetzt müssten wir Ruhe haben. Aber wie zum Teufel können wir da rein? Ah, hier wahrscheinlich. Mehr von diesen Arschlöchern. Wir wieder spielen, eröffne das Feuer. Das war der letzte von ihnen. Wirklich? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Na großartig, haben wir geschafft. Das dürfte eine Brahim-Keule sein. Na super. Haufenweise Fleischsäcke wieder. Zum Durchschauen und Durchluten. Ja. Oh, Zementsäcke. Zwei Stück sogar. Na großartig. Da haben wir einmal den Hulk. Umgenietet. Hier gibt es wieder haufenweise Fleischsäckeleins. Ach, das war doch kein Versagen, Mädel. Ich werde alles dafür tun, um dir zu helfen, dass dein kleines, süßes Roboterherz bald wieder glücklich sein kann. Ich wünsche mir, dass du dich bei uns und bei mir wohlfühlst. Das wäre schön. Das würde mich sehr freuen. Ach, da hängt überall dieses Graffel rum, ne? So, dann würde ich sagen, wir hatschen noch schnell darauf. Warte. Wo ging's da jetzt rauf? Da zum Beispiel. Kann ich da ran an den Fleischsack? Nein, das wird auch nichts werden, glaube ich. Ach, da schaut's aus. Tschüss. Grauslich. Ich wollte eigentlich auch nur... Genau, Dichter ausrauben. Und dich ausrauben da. Also das Zeug hier mitnehmen. Und es ist wieder die Gelse da. Ich habe es immer noch nicht geschafft, sie umzuhauen. Dieses kleine, flinke Biest. Unfassbar. Nämlich die ganze Zeit stechen. Blödes Mistvieh.
So, hier drinnen ist auch nichts. Gut. Dann schleiche ich mich wieder. Haben wir fein gemacht. Dam, 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 dam. Nanu, Leiter. Treppe, so. Da, dam, dam. Servus, Edda. Da drin ist nichts, passt. Hauen wir wieder ab. Dab, da, 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 da. So, jetzt geht's weiter ungefähr, glaube ich, in die Richtung. Oh. Oje. Oje. Oje, Madonna. Oje, Madonna. Oje, Madonna. Oje, Madonna. Ist jetzt Ruhe? Schaut gut aus. Puh. Ich bin schon froh, wenn wir an dem Ziel angekommen sind, hey. Musik, hörst du bitte wieder auf? So. Ich hoffe mal, dass viechermäßig, dass wir da jetzt mal Ruhe haben. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich speichere lieber mal. So. Dam, dam, dam. Ja! General Atomics Fabric. Fabrics, jawohl. Und wo geht's da jetzt rein? Etta? Haben wir hier was drin? Nö. Da, da, doch, doch. Red Away. Yep. Du sagst es, meine Gute. So, wo geht's da jetzt rein? Hier? Nein. BZW? Was machen wir da? Edda? Hast du einen Vorschlag? Ich glaube, ich soll doch mal wieder in die Mühlen gehen, ne? Es wäre gar nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt wieder in den nächsten Dungeon reingehe, wisst was? Nee. Bevor ich dann in den Schleichmodus wechseln muss, ihr wisst ja, ne? Gehen wir wieder zurück nach Hause. Und machen unser Inventar leer. Wir können dann eh sofort wieder zurück. Dieses Gerät hier übrigens, das ist diese Roboter-Werkbank. Wo wir verschiedene Roboters bauen können. Wir können auch zum Beispiel Cotsworth, ja, unseren Cotsworth können wir da auch modifizieren, heißt das, glaube ich, ne? Also verbessern, umgestalten, wie auch immer. Da gibt es sogar einen, ich würde mal sagen, einen Lastenroboter, der uns hilft, Krempel zu tragen, also so wie die hier, nur mit größerem Inventar. So, also hierhin wieder, der gesamte Schrott kommt rein, dann waffenmäßig, ja, die Granaten hauen wir weg, das lassen wir, das kommt rein, das lassen wir auch und die Blanke mit Stacheln, interessant, kommt, nein, warte, ich war noch nicht fertig, dann kommt noch die, ja, die Kleidung. Ah, da haben wir gar nichts bekommen. Und die Hilfsmittel. Aufbereitetes Wasser. Kriegen wir das jetzt etwa auch von ihr? Gibt sie uns das auch, wenn wir verletzt sind? Das wäre voll niedlich. 8 Gemüsesuppen haben wir noch. Wunderbar. So, das kann auch rein. Das kann auch rein. Das auch. Und das bleibt so. Perfekt. Ja. Perfekt. Passt. Gehen wir schnell speichern. Sicher ist sicher. So. Bestätigen. Und schon geht es auch wieder zurück dorthin. Wir haben ja schon gar nicht so wenig entdeckt, ne? Finde ich. So, also hier. Ja, bitte. Wahrscheinlich gehen uns jetzt gleich wieder irgendwelche Viecher an. Mich würde es ja gar nicht wundern tun. Nicht im geringsten würde mich das wundern tun. Mhm. La la la, la la la.
Hier und hier sehen Sie, meine werten Damen und Herren, eine Laborstation. Dabei können wir Drogen und Tränke und weiß was ich alles herstellen für unser seelisches und körperliches Wohl. Jo. Passt. Schön finster. Ah, hier ist der Eingang. Fein. Dann gehen wir gleich mal rein. Grüß euch. Servus. Wir bringen die Post. Wir haben keine bösen Absichten. Ist das glaubwürdig? Ich hoffe mal. So. Da ist schon der erste Roboter. Psst, leise. Psst, leise. Ich lade gleich mal auf. Schon zu spät. Jawohl. Jesus und Maria. Pfusch. Hui. Ein Momentchen mal. Ich glaube, jetzt ist wieder Zeit für so ein tolles Hilfsmittelchen. Nicht da. Ich glaube, das zahlt sich jetzt aus. Und dann gleich auch eine köstliche Suppe hinten nach. Ja toll, nachladen. Jawohl! Wupp, 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 wupp. Erschossen. Na, großartig. Das geht schon ein bisschen an die Nerven hier. Gefahr? Ich will aber keine Gefahr. Neue Roboter-Mods an Roboter-Werkbänken und so. Machbar. Wahrscheinlich hier irgendwas, ne? Gefahr. Ja, aber von wem denn? Vorsicht, Gefahr. Ja, ich bin auch in Gefahr. Und hier? Da ist nur das normale Klo. Okay. Hoffentlich ist da kein Roboter, der gerade sich erleichtern möchte, ne? Nein, aber da ist nur einer verstorben. Der ist an seinen eigenen Dämpfen erstickt. Lacht's nicht, das kann schon mal passieren. Ja. Das nennt man mörderische Blähungen. Ja, ja. Wah! Wah! Gemüsesuppe. Ist da draußen noch so ein Saukerl? Irgendwas hört sich so danach an, oder? Es hört sich an danach, aber irgendwie ist da nichts, ne? Da ist jemand, siehst du? Da ist jemand beim Kacken. Nein, der hat sich einfach nur einen goldenen Schuss gegeben, ne? Bam, 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 bam. Was ist denn das? Ich höre da voll die Roboter quatschen. Und Ada muss auch mal aufs Klo, wie sich das anhört. Was ist hier? Nix. Vorsicht. Ada, wo bist du denn? Ada? Komm!
Sie weiß nicht, wie man Klo benutzt, wisst ihr? Sie hat bisher noch nie gemusst, aber jetzt auf einmal, ne? Es kam so plötzlich. Und ja, da bist du halt momentan überfordert. So, wo gehen wir lang? Da rein? Müsste wer am schlauesten, ne? Zuerst da rein. Wobei, das geht auch irgendwie nach oben, ne? Na toll. Ob das so schlau ist? Wartet, ich probiere es vielleicht doch noch zuerst da drüben. Schon, ne? Da haben wir auch noch was. Ist da drin noch was? Ja! Hier? Nein? Nix? Mm-mm. Da drüben? Chemieglas. Mentats. Wahrscheinlich so irgendwie ausgesprochen. Da ist bei den Schränken gar nichts drin. Nix, gar nichts. Nee, nee. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Ich hoffe. Okay, da schaut es sauber aus. Wir waren noch nie zuvor in dieser Was? Wie? Okay. Nein. So. Nein. Ja, sag einmal. Nein. Nein. So rauf. Abgebrochen. Käse. Gekommen. So. Nein. Ja. Aha. Okay. Naja, ich hoffe, dass wir hier jetzt noch nicht umkehren müssen. Das wäre ein bisschen schade. Was haben wir da? Kincaid's Terminal. Boom Clash. Sie wirkt ein bisschen unbeholfen, ne, die Gute. So, was haben wir hier? General Atomics Fabric. Benutzeranmeldung. Kincaid. Persönliche Aufzeichnungen. Ja. Stellenzuweisung. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, Mr. Kincaid. Wir hoffen, dass Ihre Versetzung von der Fabrik reibungslos verläuft. Als menschlicher Aufseher vor Ort werden Sie in der General Atomics Galerie dafür sorgen, dass der wachsende Kundenstamm von General Atomics schon bald ein ganz neues Shopping-Erlebnis genießen wird. Wir versichern Ihnen, dass dies ein angenehmer Arbeitsplatz ist, der Ihnen nur sehr wenig Mühe oder Stress bereiten wird. Moment, wenn das die Leiche daneben ist, dann hat er auf jeden Fall gelogen. Sie müssen einfach nur die Arbeit der vollständig automatisierten Belegschaft überwachen. Wir gehen davon aus, dass nur sehr wenig Einschreiten ihrerseits nötig sein wird, da die Roboter vor ihrem Einsatz umfassend Tests unterzogen wurden. Danke für Ihre Dienste an unserem Unternehmen General Atomics Zentrale. Er hat sicher gedacht, da kann er eine ruhige Kugel schieben und dann auf einmal gehen sie auf einen los oder was. Danke für nichts. Ich opfere Jahre meines Lebens, um diese Fabrik am Laufen zu halten. Und das ist der Dank? Ich soll einen Haufen Roboter babysitten, die Tante Emma Laden spielen? Das ist lächerlich. Glauben die denn? Ich weiß nicht, worum es hier geht. Altersdiskriminierung. Ich bin noch so gut wie jeder 25-Jähriger. Aber sie sagen mir, Mr. Kincaid, Zeit für den Ruhestand. Sie sollten reisen, Mr. Kincaid. Verbringen Sie doch Zeit mit Ihrer Familie, Mr. Kincaid. Tja, ich will das alles aber nicht. Ich will hier sitzen und diese Fabrik leiten, wie ich es seit Jahren tue. Die Arbeit hier bringt mich noch um. Ich werde mich buchstäblich zu Tode langweilen und daran sind nur die schuld. Ja, das war's dann mit den Einträgen, ne? Vierti. So, wie schaut's da aus? Gibt's irgendwas zum Umballern? Es ist so verdächtig ruhig. War das etwa schon alles? Schaut's aus.
Da ist die Uhr schon stehen geblieben. Wie geht sowas? Schlecht gewartet hier, schlecht gewartet. So, Zigarettenautomat. Haben wir was drin? Haben wir was drin? Nope, alles aufgebraucht. Dem war so langweilig, der hat gleich alles, was da mal reingesteckt war, schon einmal verbraucht und verraucht. So, wir schleichen uns da wieder ein bisschen durch. Schaut aber aus, als wenn da eh alles in Ordnung wäre. Also sprich, nix Gegner. Abgenutztes Klemmbrett. Ein schmutziger Aschenbecher, weil die sauberen sind nix wert. Ich sag's euch, die sind nix wert. Telefon. Ein normaler Aschenbecher. Buffot. Buffot. Buffot oder Buffood? Buffot, glaube ich, ne? So irgendwie. Ist ja wurscht. Ausgezeichnet. Ja. Tesla-Forschung. Du hast eine Ausgabe von Teslas Forschung gefunden. Energiewaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr Kritschaden. Ich freue mich. Da kommt Freude auf. Hurra, hurra. Perfekt. Was? Da? War was? Was hier? Seife. Boah, die kann man immer brauchen. Schreibmaschine. Ich bin sowieso ein Fan von Seifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein Fan von Seifen. Ich mag Seife lieber als Duschgels, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht warum, aber für meine Haut, muss ich ganz ehrlich sagen, die freut sich drüber. Passt, das war eigentlich sogar recht schlau, dass wir hier zuerst hoch sind, weil da geht es gar nicht weiter und somit können wir jetzt ganz gemütlich tap, 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 die Seite da drüben erkunden. Hoi, Erika! So. Was? Ich habe gerade nicht aufgepasst. So, da tun wir das speichern. Da ist so ruhig, dass es schon wieder unheimlich ist, ein bisschen. War das jetzt eine Knochensäge? All das haben wir hier entsperren. Perfekt. Bitte, Passwort. Erforderlich. Turn. Was haben wir noch? Kind. Und noch? Lush und Max. Puh. Da? Das? Schön. Ja! Hurra, hurra! Sicherheitstür, Steuerung. Max Lock, Sicherheitstür. Steuerinterface, Status verriegelt. Dann bitte öffnen. Hurra, Tür wurde werden geöffnet. Fertig? Passt. Muhaha. Freund oder Feind? Einsteiger. Entsperren? Was denn hier noch entsperren? Passwort erforderlich. Dann halt nochmal, ne? Keine Ahnung, aber schau mal. Vielleicht ist es ja für ein Tresor oder so. Ring, Wave, Band, Root. Da? 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 Das wär's. Ja! Alle guten Dinge sind vier. Sicherheitssteuerung. Entriegelt. Tür schließen. Ach so, um Gottes Willen. Nein. Das ist nur rein, raus. Ich bin unschuldig. Sind wir jetzt da drin? Mami, Alter! Mir ist schon ganz schwindelig. Alter, Alter, Alter! Was? Bitte was? Ist das gemein? Oh, dafür haben wir noch ein Terpentin gefunden. Boah, ist das gemein. Nachladen, bitte. Boah, ist das wieder gemein. Kann ich gerade nicht in Worte fassen. Jetzt kann ich den Dreck nochmal machen. So. Wayne,
Ja, ist Marine. Egos. Nein. 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 Mist. Bin drin. Jo, schau, schön. Hat hingehauen. Scheiße, wo kamen denn jetzt auf einmal diese blöden Roboter her? Voll fies. Muss ich gerade extra speichern. Voll gemein. Was ist das eigentlich, was da schießt? Keine Angst, Ma'am. Wir werden siegen. Ich hoffe. Was? Alter, 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 Alter. Hey, das ist unfair. Das ist hier voll unfair. Ich krieg einen Grant. Arrrr. Echt wahr. Da gehen wir halt ein Stückchen vor. Wo kommen denn diese Bastarde alle her? Das war der falsche Knopf. So ein Dreck. Brr, brr, brr. Geh weg da, du blöde Gelse. Oh. Phü. Sehr gut, die Spritze rein. Was, der ist auch erledigt? So, wo ist das nächste Arschloch? Ich speichere das mal. Und zwar hierhin. Geht's dir gut? Alter! Jawohl. Ja, ist auch erledigt. Dann haben wir noch einen, der ist 16 Schritte entfernt. 15. Quatschkopf, wo bist du denn? So. Hallo, Trottel. Etta, such, fass. Da muss da oben irgendwas sein, oder? Sind sie eigentlich? Irgendwelche Viecher. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Jo, kann man. Nein. Eigentlich, irgendwie schon. Ist sicher brauchbar. Ja, noch was für die Werkbank. Muha. Drüben ist auch noch was für die Werkbank. Sicher dabei. Hui, hui, hui. Da haben wir auch was. Vorsicht. Die Ecke scheint er zu sein, ha? Zumindest hört sich's komisch an. Wahrscheinlich, weil er ober uns ist. Qualitätssicherung. Ich speichere das lieber nochmal. Schauen wir mal.
Abteilung Qualitätssicherung, Sicherheitssteuerung. Öffnen bitte. Passt, ist geöffnet. Huch, schauen wir mal. Hallo Einheit 761. Willkommen in der Abteilung für Qualitätssicherung. Wir stellen sicher, dass Sie gemäß unserer hohen Standards funktionieren. Ja? Wir müssen ein paar Tests durchführen, bevor Sie Ihre Pflegetätigkeit wieder aufnehmen. Okay. Sie jetzt bitte in die erste Testbar. Zuerst testen wir Ihre erzieherische und veraltungsbeeinflussende Fähigkeiten. Ein Kollege spielt Ihren hypothetischen Schützling, den kleinen Team. Der kleine Team hat beim Fangenspielen eine wertvolle Vase zerbrochen. Die Vase war ein unersetzliches Verbindungsstück. Ja? Bitte bestrafen Sie das Kind entsprechend. Böser Junge. Bestrafen Sie Timmy. Böser Junge. Speichern. So. Bestätigen. Bestrafen Sie das Kind. Böser Junge. Ja, ich sagte doch schon, böser Junge. Gehst du auch auf? Böser Junge, habe ich doch schon gesagt. Er ist durch ein Terminal gesperrt. Mal schauen, ob ich da reinkomme. Vielleicht ist es eh... Oh, der Part ist auch zu Ende. Vielleicht ist es irgendwo da hinten, ne? Schau mal, ich sperre mal das Ding da auf. Geöffnet. Passt. Tschüss. Pff. Da ist Mülleimer. Aha, von da sind wir gekommen. Aha, okay. Können wir da irgendwie rein? Wieso soll ich Timmy bestrafen? Böse Junge, hast du schon gesagt. Ich habe schon gesagt, böser Junge. Kann ich da nicht rein? Das hört sich voll komisch an. Weil die da oben herumschwirren, ne? Aha, könnte ich theoretisch da durchschießen? Das hat das gerade hingehauen? Nee, oder? Nee, das funktioniert so nicht, oder? Schade um die Munition. Oh, da haben wir auch noch was. Wieso soll man ein Kind bestrafen? Ich meine, es reicht ja, wenn man dem Kind erklärt, dass das eine unersetzbare Vase war, dass wir jetzt traurig sind und dass wir ihm bitten, das nicht mehr wieder zu tun. Dass sich sowas nicht gehört und dass wir jetzt traurig sind deswegen. Zu hoch geht, passt das so? Das Kind braucht Strafe. Ja, ja. Super, ne? Irgendwie sind hier noch keine Roboter. Werden wir schon noch mit denen zu tun haben, glaube ich. So, da machen wir auch gleich auch. Aha. Na, ein bisschen noch. Ja. Schön.
Schon, ne? Schon schön. So. Ja, ich wollte den Part eigentlich beenden, ne? Das ist jetzt wieder mal der Fluch des Weitermachens. Boah, der ist komisch gestorben. So, ja, Kronkorkenvorrat. Mua. Das gefällt uns. So, wir räumen. Okay. Naja, jedenfalls, das haben wir jetzt ja auch schon brav erkundet. Wir gehen als nächstes dort ungefähr in die Richtung weiter. Schauen wir mal, ob wir auf Bösewichte stoßen. Ich denke schon. Und da drüben ist dann, glaube ich, eh schon unser Ziel. Hoppala, da habe ich was übersehen. Na dann, ihr Lieben. Oh, warte. Den machen wir noch. Nein! Mist, verflixt da. Nein, was? So dann? Nein. So? Ja. Das wär's. Super. Und alles nehmen, bitte. Perfekt. Katsching. Passt. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Genau, wann wir alle zusammen. Und ich wünsche euch bis dahin, bis zum nächsten Mal, alles erdenklich Gute. Also dann. Tschüssi.